Nächster Redner ist Hermann Schultes, Landwirtschaftskammerpräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, verehrte Damen und Herren, geschätzte Bäuerinnen und Bauern, geschätzte Kunden, Verarbeiter, Menschen in diesem Land, die davon leben, dass unsere Landwirtschaft funktioniert. Und das sind sehr viel mehr, als man so beim ersten Anblick glauben würde. Danke all diesen und danke für all die, die wissen, dass wir eine gute Produktion haben, dass wir gute Produkte liefern und dass unsere Landschaften lebenswert sind. Danke all denen, die stolz darauf sind, auf das, was wir können, auf das, was wir leisten. Danke all denen, die einfach O-Dran oder auf einen anderen Sender gingen, wenn so sonderbare Meldungen kommen, wie wir die vorher von unserem Wanderhändler da gehört haben. Ich meine, der Herr Leo mit seinem Bauchladen ist ja wirklich lustig. Er beleidigt die Bauern, die Landwirtschaft und die Qualitätspolitik jedes Mal. Wir müssen das ertragen. Es ist eben das Recht der Opposition. Aber wir sind heute... Aber wir stehen hier für die österreichische Landwirtschaft, die es schwer genug hat. Schwer genug. Wir reden über Ausgleichszahlungen, die Landwirtschaft zu bekommen hat. Sie werfen uns das vor. Ich sage, Ausgleichszahlungen bekommen wir dafür, dass die Öffentlichkeit bei uns Leistungen bestellt, wir die erbringen und Sie alle sehr froh darüber sein können, dass in unserem Land so schön ist, dass wir in unserem Land so eine Qualität haben und dass der Natur so gut geht. Also das ist das Thema und dafür würde ich mir ein Danke erwarten und nicht diese Anschuldigungen. Meine Damen und Herren, wir sind in einer sehr schweren Situation. Der grüne Bericht betrachtet das letzte Jahr. Da ist es für alle schwieriger geworden. Die Bergbauern, die Biobauern haben es noch ein bisschen besser gehabt. Heuer wird es für alle noch schwerer. Und wenn Sie bedenken, dass alleine bei den Schweinen, nur im Schweinemarkt, 250 Millionen Euro fehlen, weil der Schweinepreis so schlecht ist und ein Ende nicht abzusehen ist, weil europaweit Produktionskapazitäten da sind, die durch die Nachfrage nicht mehr abgefragt werden. Und in diesen Bereichen wissen wir, wenn die Nachfrage nur wenig zurückgeht, sind die Schweine trotzdem da. Und wenn ein Schweindl da ist, muss man mit dem Preis runtergehen, dass wer nimmt. Und diese Situation ist sehr, sehr schwierig, denn Schweine verstecken kann man nicht. Die nächste Frage. Wir haben in diesem Jahr rund 180 Millionen Euro an Schaden aus der Dürre. Ihre Frage, Herr Birkelhuber, noch mehr Aufbuddeln geht nicht, passen Sie auf, dass nicht was passiert. 180 Millionen hat uns die Dürre gekostet. Jetzt frage ich, wo ist die Politik in der Dürre? Ja, die Antwort ist Ausbau der Versicherungssysteme. Danke, Herr Bundesminister. Es gibt auch Landesregierungen, die uns dabei helfen, dass das finanzierbar wird. Heute wird sich zeigen, ob die freiheitliche Regierungsbeteiligung in der burgenländischen Landesregierung mithelfen wird, dass auch das Burgenland, eine trockene Region, mithelfen wird, dass die Dürreversicherung möglich wird. Das sind die wirklichen politischen Fragen. Meine Damen und Herren, wir sind stolz darauf, dass wir diese Lebensmittel bringen können. Wir sind stolz darauf, dass es die Nachfrage gibt. Und wir freuen uns, dass das Hammer-Gütesiegel so anerkannt ist. Wichtig ist, dass unsere österreichischen Kunden erkennen und wissen, wo die Produkte herkommen. Denn dann, wenn sie es erkennen, können sie es nachfragen und das, was wir an Leistung und Qualität bringen, kann auch bezahlt werden. Und wenn es bezahlt wird, können wir davon reden. Meine Damen und Herren, entscheidend ist, dass es die Menschen bekommen können. Und sie sollen es auch dort bekommen, wo sie gar nicht selber einkaufen können. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir hier in diesem Haus über Standards reden, über Spielregeln, über Komplikationen. Da ist der Herr Birkelhuber der Obermeister, wenn es komplizierter werden soll. Aber wenn es dann darum geht, nach diesen Standards produzierte Produkte auch einzukaufen, da wird es dann schwierig. Ich verlange, dass wir sehr rasch das Bundesvergabegesetz so beschließen, dass die bäuerliche Herkunft, die regionale Herkunft, die Nachhaltigkeit, dass die Frage der Gentechnikfreiheit, Tierwohl, dass diese Themen im Einkauf auch berücksichtigt werden, damit unsere Produktion am Markt auch wirklich eine Chance hat. Ich verlange,
dass Europa, und ich bedanke mich beim Kollegen Riemann, dass er mich zitiert hat, ich verlange, dass Europa bei der Vergabe von Krediten an Drittländer genau darauf achtet, dass Standards eingehalten werden, wie sie für uns selbstverständlich sind. Und ich verlange, dass wir gemeinsam diese Wege diskutieren und weiterentwickeln. Aber auf einer Basis der Zusammenarbeit, des Vertrauens und der Dankbarkeit für das, was bereits geleistet wurde. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Gute erkennen, dass Sie sich das Gute auch leisten wollen und es bezahlen und dass Sie dann das Gute so genießen, dass Sie Freude daran haben. Dankeschön.